aus Gaming. Tschüss, ne? Junge. Okay. Ich weiß ja nicht, was Gomma so in der Zeit gemacht hat, als ich weg war, aber anscheinend nicht so viel, ne? Murder on call with the fight now. 20 years in the same like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sailor than it. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack. Ja, man glaubt es kaum. Das habt ihr lange nicht mehr von mir gehört, oder? ja, erstmal runterspringen. Das ist effektives Spielen, was ich hier tue. Egal, wir spielen mit dem Icarus Client. Viele wissen es wahrscheinlich schon, weil ich es in meinen Livestreams angekündigt habe. Und es ist einfach wunderschön. Es geht einfach ein Superhit wieder auf Gomme. Ich weiß nicht, wie lange der schon geht und warum Gomme so inkompetent ist, aber Gomme wieder, Superhit funktioniert und ja, es wird alles sehr spaßig, habe ich das Gefühl, hier wieder auf Gomme. Tschüss. Komm doch. Ich sollte vielleicht gleich mal Teams anmachen. Tschüss. Ich habe Tschüss gesagt jetzt. Nein. Junge, wie viele Hits die Leute überleben, selbst mit einer Spitzhacke. Unglaublich sowas. Wie man sieht, Scaffold Walk geht wie damals auch nochmal alles, Diagonal geht auch. Moin, Servus, Moin übrigens. Oh, keine Blöcke mehr, schade. Warum eigentlich so free, Bro? Ich meine, hättest du es mir auch einfach schenken können tatsächlich. Ich meine, gut, hast du es mir geschenkt, ich sage eigentlich nichts. Ein paar Blöcke noch und vielleicht mal was essen wäre ganz gut. Und dann benutzen wir gleich erstmal unseren Superhead ein bisschen. Step funktioniert auch perfekt, wie man sieht. Alter, der Client ist echt gut. Also der ist übrigens noch im Alpha-Status und den Client könnt ihr jetzt auch noch nicht haben. Es haben sich aber sehr viele Leute gewünscht im Stream, weil ich schon angekündigt habe, wie gesagt, dass Icarus wiederkommt und so weiter, dass man den Client vorbestellen kann. Weil ich habe schon gesagt, man kann den Client wahrscheinlich erst im März benutzen. Das späteste Release-Datum ist der 31. März, aber es wird wahrscheinlich Mitte März sein, wo der Client rauskommt. Das ist nicht die Schuld des Client-Machers, sondern eher die Schuld vom Macher vom Client-Launcher. Und ja, der Client wird vorbestellbar sein. Den Client kann man nie wieder Lifetime kaufen, außer bei der Vorbestellung. Ich muss den Clientmacher wirklich dazu überreden, weil er eben eigentlich Lifetime nicht verkaufen wollte. Und die Kaufoptionen später werden so sein, halt 4 Monate wird das Maximale später sein. Und das wird halt 20 bis 30 Euro kosten. Und Lifetime, das Einzige, was man halt vorbestellen kann für 50 Euro. Sonst kann man halt sich nie wieder Lifetime kaufen. Moin, Servus, Moin. Hi, wie geht es Ihnen? Moin. Hast Bock oder wie? Er schießt mich mit dem Bogen ab. Wie süß. Aber ich kann mich zu dir teleportieren und dich schlagen, mein Freund. Das funktioniert halt besser als so ein Bogen. Das Einzige, was bei dem Client eigentlich noch fehlt, sind ein paar Module und ein paar Configs. Und sonst ist der Client eigentlich soweit schon fertig. Also der Client wird schon um einiges früher fertig sein als der Client Launcher an sich. Und genau deshalb haben sich wahrscheinlich auch die Leute das zum Vorbestellen so gewünscht. Aber naja, ist wie gesagt nicht meine Entscheidung. Ich zwinge niemanden dazu, sich was vorzubestellen. Ich habe es nur für die Leute gemacht, die es unbedingt wollten. Und denen wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß damit. Aber hey, wenigstens bekommt man ja einen Vorteil. Das ist das Einzige, was ich wenigstens dann machen wollte. Kann ich über so eine Reichweite super hitten? Alter! Ja, ja. Ich glaube, es funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Mann. Ich liebe dieses Spiel. Warum habe ich es jemals gequittet? Ich weiß es nicht. Es macht so viel Spaß. Dieses Cape ist aber nicht gerade schön. Ich hoffe mal, das ändert er noch, was was heißt hier überhaupt, ich hoffe. Ich sag ihm, er soll es ändern und dann ändert er es. Fertig. Oh, er hat sein Bett zugebaut. Das ist aber jetzt ein Problem hier. Da muss man sich ja dann sogar hier eine Spitzhacke kaufen, ne? Der denkt halt auch wirklich, der wird wegkommen. Warte mal. Ah, schade, da bekommt mein Bett. Tragisch, wirklich sehr, sehr tragisch. Last Gaming? Tschüss, ne? Junge. Okay. Ich weiß ja nicht, was Gomma so in der Zeit gemacht hat, als ich weg war, aber anscheinend nicht so viel, ne? Ich wollte gerade sagen, Genatzt hat anscheinend in der Zwischenzeit weiterhin in seinen Sessel gepupst, aber Genatzt wurde ja schon rausgeschmissen. Oder ist er freiwillig gegangen? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er nicht mehr für Gomma arbeitet. Aber hey, no front und so, ne? Oh, das wird noch richtig, ey. Jetzt, die spielen halt alle schon richtig mit Bogen und so. Kommen wir wieder mit den Schwitzern gut zurecht anscheinend. Wir brauchen halt einfach unbedingt... Yo, Alter! Was ist denn jetzt mit euch los, bitte? Man kann es halt auch übertreiben, ne?
wie anfängt zu bowspammen. Schon süß, muss ich sagen. Oh, okay. Damit ist Team Blau dann halt Geschichte, ne? Tja. Ist schade, wenn so ein Knockback-Stick nicht viel gegen einen bringt, oder? Also echt schade. Übrigens, bevor sich Leute vor den Flex hier wundern, das ist alles mit Absicht, damit ich nicht runterfalle. Und ich brauche noch einen goldenen Apfel. Moin, Servus, moin. Hallo, kann ich was kaufen? Warum kann ich nichts kaufen? Digga, komm mal wieder. Vom Feinsten aber. Moin, Servus, moin. Du denkst halt so, du würdest wegkommen. Aber das ist alles nur eine Herauszögerung von deinem Tod, Bro. Teleported ist halt einfach eine Stufe zu groß für dich. Tschüss. Wenn jetzt halt ein Mod kommen würde, dann würdet ihr halt gerettet werden. Aber es kommt keiner, denn es ist 11.44 Uhr. Die ganzen 15-jährigen Gomme-Mods müssen schlafen. Na, ja, der versucht's mit einem Knockback-Stick, alles klar. Dann wissen wir ja, was wir machen müssen. Einfach das hier. Easy. Grüße gehen raus. Ach Junge. Jo, Alter, da kommen schon Silverfishes, Alter. Der Server hat gar keinen Bock mehr auf mich. Und damit haben wir die Runde mal wieder geholt. Gegen die letzten Schwitzer der Welt. Woher kamen jetzt die Silverfishes? Wie konnten die mich angreifen? Kann man sich so Trap-Blöcke kaufen? Gibt es sowas auf Gomme? Schreibt's in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Als letzte Runde spielen wir eben eine Runde Skywars. Ich denke mal, das ist so in Ordnung, dann habe ich auch noch ein bisschen Abwechslung. Ich hätte ja gerne Survival Games gespielt, aber das ist um diese Uhrzeit nicht möglich auf diesem Gnome-Mission-Server. Und von daher, ja, Rest in Peace und so, ne? Man kann nicht alles haben im Leben. Kann es sein, dass das irgendwie ein bisschen unfair verteilt ist manchmal mit den Kisten? Oder hatte der ein Kit, weil der hatte mega die krasse Rüstung neben mir? Oh, egal, wir werden es gleich sehen, wenn wir gegen ihn kämpfen, ob wir was reißen, ne? Ach, geht eigentlich. Ja, okay, der 2-Tier-Teiler. Kannst du absolut vergessen, Digga. Na egal, wir versuchen es. Oh Junge, ich flieg gleich erstmal fast runter. Ei. Okay, so viel dazu. War dann doch einfach. Wir gehen mal in die Mitte. Und holen uns hier schöne Sachen raus. Jo, der ist schon full dir. Krasser Scheiß, Bro. Witzig. Gegen den werden wir bestimmt richtig viel reißen können. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Ach ja, komm, möchtest du nochmal hier hochkommen? Ah, das ging jetzt. Ah, und tschüss. Schade gelaufen, Bro. Nächstes Mal einfach nicht gegen einen Cheater spielen. Ach warte, ist ja Gomme. Ist ja ein schlechter Server, da spielst du ja immer gegen Cheater. Übrigens, guckt mal auf die Zeit unten rechts und vergleicht das mal mit der Zeit am Anfang vom Video. Und wie ihr seht, benutze ich noch immer den gleichen Skin. Und ich wurde noch immer nicht gebannt, also von daher. Client Autoband auf jeden Fall auf Gomme schon mal überhaupt nicht. Client-Macher weiß auf jeden Fall, was er tut. Und dazu hat er den Client nahezu perfekt schon mal übernommen. Und dazu hat er nur visuelle Vorsätze. Also das spricht schon mal für den Coder. Und von daher bin ich wirklich sehr zufrieden und stolz darauf, dass ich den Client in Shop tun kann. Und der Client ist auch übrigens nicht geskillt, bevor Leute jetzt hier sagen, irgendwie... Oh mein Gott. Egal, das war's dann mal wieder komplett. Das juckt mich nicht. Ich habe inzwischen so viel Minecraft gespielt, das reicht auch irgendwann mal wieder. Ich muss echt mal wieder in das Spiel privat reinfinden. Ich glaube, ich spiele die nächsten Tage mal wieder mit Snipe oder so. Und dann, ja, kann ich euch auch demnächst besseren Content liefern. Es liegt auf jeden Fall nicht am Client, sondern eher an meiner Dummheit. Aber naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr den Client vorbestellen wollt, ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und so. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.